Kreid bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortec entworfen, aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Wort weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern, oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Ja, und damit willkommen bei einem neuen Let's Play. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Wort 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Zusammen sind wir stark. Ja, nachdem die Aufseherin uns jetzt ganz wichtige Sachen gesagt hat, kann ich euch jetzt endlich mal begrüßen. Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Let's Play der Nerdgedanken. Ihr habt es schon gesehen, es geht um Fallout 76. Wir befinden uns in dem neuen Multiplayer-Spiel, das so richtig von vielen Spielern total zerrissen wurde. Schon im Vorfeld von wegen, oh mein Gott, wir kriegen hier kein Singleplayer-Spiel, also finden wir es scheiße. Tja, liebe Leute, an dieser Stelle kann ich nur sagen, ich freue mich darüber, dass es endlich die Möglichkeit gibt, im Multiplayer-Modus gemeinsam mit Freunden Dinge zu tun und dabei die Welt hier zu entdecken. Ich habe zwar noch nicht so ganz raus, wie das hier so funktioniert. Huch! Ah, okay, warte mal. Jetzt nehme ich mal dieses Gesicht hier. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Formen. Also ich kann hier eine richtige Menge an Zeug machen. Kann ich auch diese scheußlichen Krähenfüße loswerden? Das wäre schon ziemlich cool, aber meine Güte. Okay, verschieben. Okay. Leute, die Fallout 4 kennen, dürften wahrscheinlich auch das hier irgendwie als den Character Generator von Fallout 4 erkennen. Ich selbst habe Fallout 4 nie gespielt, deswegen bin ich da auch relativ entspannt, was das angeht.
So, gucken wir mal, was wir hier an Augen kriegen. Drehen. Ich kann die Augen ein bisschen bewegen. Okay. Also nicht schlecht. Also ich finde das eigentlich ganz witzig, was man hier so basteln kann. Typ, was ist denn Typ? Cool, runzlig. Nein, ich nehme cool. Bitte cool, nicht runzlig. Augenlider unten. Ach du lieber Himmel. Okay. Also ich kann jetzt hier sogar bestimmen, wie weit die Augen offen sein sollen. Das finde ich ja witzig. Augentyp. Ich kann hier die Augen sozusagen enger oder weiter auseinander. Also der Character Generator ist wohl recht mächtig. Das finde ich ganz witzig. Aber ich will jetzt hier auch nicht die nächsten 2 Stunden damit verbringen. Okay. Durchtriebene Augen. Was sind denn durchtriebene Augen? Gibt es das vielleicht auch in nicht ganz so hässlich? Schmal? Wachsam? Die finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber das ist alles so ein bisschen sehr, sehr alt. Sehr faltig. So alt ist der Charakter doch noch nicht, ich. Meine Güte, ich wollte doch jetzt hier gerne alte Oma irgendwie. Müde. Ja, das passt zu mir, wenn ich morgens aus dem Bett... Naja. Nehmen wir doch mal das hier. Das ist doch okay. So, was haben wir hier? Augenlider? Augenbrauen. Das ist ja witzig. Okay, ich kann die auch größer und kleiner machen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, nehmen wir das hier mal an. Mund unten. Ich kann hier mega riesige Lippen machen. Wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Stirn, Haare. Haare, okay. Machen wir mal Stil. Was gibt's denn hier? Krasser Kamm, okay. Nee, Ödlandmarkt, nee. Echt nicht damenhaft, kurzer Frisur. Der Söldner. Imposanter Intellekt. Oh Gott, wie seriöse. Eieiei, Fransentanz. Du, die Schweißerin, Alter, was sind das hier für... Ziemlich sexy, also das ist ziemlich sexy. Und er sagt mir jetzt, dass die Steuerung hier kurzzeitig deaktiviert wurde. Okay, das ist ja jetzt mal richtig toll. Nun ja, da freue ich mich ja mal. Summa cum laude, skrupellos, verrückter Morgen. Das sieht alles irgendwie so aus, als wäre der Femme Fatale. Ach Gott, das sieht aus, als wäre der Friseur gerade irgendwo tatsächlich irgendwie im atomaren Fallout draufgegangen. Fräulein nur, oh Gott, was sind das denn für scheußliche Frisuren? Geht ja gar nicht. Wer trägt sowas denn freiwillig? Oh Mann. Echt nicht damenhaft. Ich glaube, ich nehme jetzt mal das hier so. Das ist okay. Aber ich glaube, ich muss noch was bei dieser Nase machen. Die ist schon so ein bisschen hässlich. Geht Nasen. Huch! Oh, und schon hat er mich aus dem Server rausgeschmissen. Was soll das denn? Das ist aber nicht nett. Also müssen wir es nochmal probieren. Puh. Aber ich habe doch gerade hier erst angefangen. Mensch, Leute, was soll das denn? Okay, das ist jetzt natürlich wieder so typisch Beta. Dinge passieren und meistens passieren irgendwelche Dinge, die man nicht so toll findet. Ich persönlich finde das jetzt nicht gerade so toll, aber es ist immerhin noch eine Steigerung zu dem allerersten PC-Beta-Abend, denn ich habe auch zu diesen netten Leuten gehört, die, das müssen wir jetzt nicht nochmal gucken. T überspringen, ja, überspringen bitte. Habt ihr wenigstens euch mein Gesicht gemerkt? Nein, natürlich nicht. Oh, shit. Ach Gott. Hier spricht die Aufseherin. Ist das ätzend, okay. Hoffentlich hat Ihnen die Party gefallen. Ich habe doch gerade so ein schönes Gesicht gehabt. Auch wenn Sie es vielleicht nimm mal halt das hier. Ist auch okay. Und verschlafen haben. Ist doch okay. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Was ist denn T-Typ? Heute leichter Ausschlag, leicht gebräunt. Faltig, nee, faltig auch muss nicht sein. Wenn es Zeit ist zu gehen. Werde ich, nie den Tag ich nehme leicht gefreut, das ist okay. C, Farbe. Zum ersten Mal okay. Betreten haben. Sie
unterscheiden sich durch ihre Herkunft, oh, oh, das ist cool. Man kriegt ja hier sogar oder ihren Glauben. Oh, sehr dunkel. Oh, das, da brauche ich doch nachts dann keine Tarnfarbe mehr. Eine sehr wichtige Eigenschaft Aber da sieht man halt auch das Gesicht irgendwie gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Ich glaube, ich nehme Kastanie. Kastanie ist okay. Ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Haare. Okay, machen wir mal Stil, da waren wir jetzt gerade. Also imposanter Intellekt, da sieht man vor allem die Stirn. Naturschönheit. Ach Gott, diese Frisuren sind alle voll scheiße. Anchorage. Okay, wie sieht denn Anchorage von der Seite aus? Okay, Anchorage hat Streifen. Pudelrock. What the fuck? Okay, die darf dann nicht durch irgendwelche niedrigen Türen, weil da wird sie hängen bleiben. Oh, lecko mio. Aber ich hatte euch ja gerade erzählt, dass ich so gewisse Probleme hatte, beim ersten Beta-Abend einzuloggen. Denn ich hatte natürlich, wie viele andere Leute auch, dieses schöne Problem, dass wir... ich hatte das Spiel preloaded und das dauert bei meiner miesen Internetleitung ungefähr 18 Stunden, also etwa 50 GB, das dauert schon recht lange. Ja, und so eine halbe Stunde, bevor die Beta hätte anfangen sollen, kam der Launcher auf die Idee so, hey geil, du darfst es nochmal neu runterladen, weil ich hab's dir mal kurz weggelöscht. Und da sitzt man dann vor dem Rechner und denkt sich so, ja, dankeschön, ich hab dich auch lieb. Ach, nee, das hat wirklich nicht wirklich viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. So, gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Platinblond, ja nee, das sieht ein bisschen scheiße aus. Gibt's grün? Lila. Oh, lila ist geil. Blau? Blaugrün finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, das hat was. Das ist nicht ganz so langweilig. Okay. Extras. Ich nehme einfach mal Extras. Make-up. Oh ja, ich kann mich anmalen, wenn ich das möchte. Rouge. Ui. Lipline. Oh Gott. Na. Leute. Lippenstift. Ah, was ist denn Lidstrich? Oh, das sieht gar nicht schlecht aus hier so. Der ist nicht schlecht. Ja, zumindest so ein bisschen Schminke, wenn wir hier schon im Ödland rumrennen, ne? Wow. Das ist der Balken. Oh mein Gott. So. Eyeliner. Hallo, darf ich das hier auch irgendwie auswählen? Hm. Kann ich das... Warte mal, was muss ich denn hier machen? Ach, Space. Ah, okay. Das hat er dann jetzt gerafft. Lidstrich unten. Oh, Lidschatten. Kriegt man ja auch gleich richtig fette Farbe. Oh ja, das ist cool. Yep. Matte Lippen, Lippenstift. Oh, hier darf ich die Farbe auch noch aussuchen. Cool. Oh mein Gott, was sind das für Farben? Oh, leck. Oh ja, hier, das ist die Goffsbraut, okay. Nein, das ist die Goffsbraut. Oh, lecko. Ich muss das hier zurückdrehen. Gibt's das vielleicht auch in etwas dezenter? Vielleicht nicht so ganz orange? Das ist doch okay. Ja. Das nehmen wir. Nein, wollte ich jetzt eigentlich haben. So, okay. Mail? Nee, Makel. Oh, Makel. What the fuck? Hohoho! Augenhöhlenschatten. Yes, das ist so die Sorte. Ich habe lange nicht geschlafen. Oh, Pockennarben. Eieie. Oh, lecko mio. Das sind die Pickel des Jahrhunderts. Kratzer, Ausschlag. Nee, das nehmen wir eigentlich nicht. Das finde ich nicht so schön. Zysten an der Stirn. Akne, Quaddeln. Oh, leck. Uiuiui. Oh, Mädel. Da hast du ja aber auch einiges abgekriegt hier. Akne, Quatsch. Was ist denn hier? Kratzer am Mund? Ausschlag? Ja, nee. Eingefallene Wangen? Das nehmen wir jetzt auch nicht. Scheckhaut. Oh, das ist ja cool. Also hier kann man sich wirklich seinen ganz wild zusammengebastelten Charakter machen. Finde ich aber cool, dass es gerade auch sowas hier wie... diese Pigmentfehlfunktion gibt. Also ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Scheckhaut, glaube ich, nämlich eher umgangssprachlich.
Aber es ist interessant. Also, das hat schon was für sich. So, Schaden. Ui, au. Okay, das klingt alles irgendwie sehr schmerzhaft hier. Hohoho. Das hier war dann definitiv gerade der Joker. Warte mal, hier, ewiges Lächeln. Why so serious? Kennt ihr das noch? Der Film war gut. Wer den noch nicht kennt, der sollte ihn echt mal sehen. Ah. Verbrennung Stirn, Verbrennung Ohr. Leck. Oh, Boxer 12 Runden. Ja. Definitiv. Uiuiuiui. Ja, nee, das lassen wir mal. Schmutz. Yes, okay. Dreck und Blut. Oh, okay. Grubenkampf. What the fuck? Nein, lassen wir das mal. Okay, Körper. Das war B. Muskulös. Dünn. Ui, sehr groß. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwie so ein Mittelding. Ich gebe zu, da bin ich dann immer so ein bisschen unkreativ. Okay, Enter ist erledigt. Ey, dein Charakter braucht noch einen Namen. Oh shit. Ja, welchen Namen nehme ich da dann so? Uiuiui. Oh Gott, in sowas bin ich ja immer ganz schlecht. So, nehmen wir mal das. Asa de Monte Level 1. Oh, ich habe ja so ein richtig nettes Lächeln hier. Knipse ein Foto. Okay. Ich mache dann einfach ein Foto von dem Stern hier. das ist doch okay hier. E, Schnappschuss machen. Okay. Tab verlassen. So, und da sind wir dann hier auch glatt mal in unserem kleinen Bunker. Good morning. Er sagt mir jetzt, dass es früher Morgen ist. Okay. Uiuiui. Lampe benutzen. Oh, okay. Licht habe ich mal. Wir haben hier diverse harte Partys gefeiert, glaube ich. Oh, ich kann akustische Gitarre spielen. Sie kann das sogar recht gut. Cool. Das Spielen von Instrumenten entspannt dich, spiele lang genug, um einen Bonus zu erhalten. Ich habe gelesen, dass man mindestens eine Minute spielen soll, damit man einen Bonus auf, ich glaube, die Regeneration kriegt, aber das möchte ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen was sehen. Das kann ich auch später noch machen. Benutzen. Okay. You are invited. Einen frohen Rückeroberungstag. Okay. Heute ist es soweit. Der Rückeroberungstag ist gekommen. Also Reclaim Day. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Sie sind bereit. Amerika wartet auf uns. Also brechen wir auf. Die Aufseherin. Okay. Sie sind eingeladen. Countdown zum Rückeroberungstag. Wir haben die restlichen Alkoholrationen und die offiziellen Vault-Tec-Partyhütte freigegeben. Yeah. Okay. Holoband abspielen. Oh. Gucken wir mal, was das jetzt hier ist. Was zur Hölle? Okay. Was mache ich da? What the? Okay. Okay, ich bin ein echt mieser. Ah, okay. Ach du lieber Himmel. Ich muss ja erstmal die Steuerung hier rauskriegen. Also man spielt hier so ein bisschen lustiges Vault-Tech-Männchen irgendwie. Und die Leute sind glücklich. Yay. Und er trinkt selber eins. Okay. Ja, Quit Game, das werden wir jetzt einfach mal quitten. Sehr witzige Idee. bescheuerte Spiele, die man macht, damit man sich nicht langweilt. Also das hier ist jetzt unser Schlafzimmer mit, oh ja, ich hab hier noch ein Bett, da könnte ich mir jetzt wieder reinlegen mit Vault-Tec-Bettwäsche. Kriege ich hier. Darf ich den Hut nicht mitnehmen? Oh Mann, das ist ja fies. So, jetzt muss ich aber meinen Pip-Boy finden. Der muss ja hier auch irgendwo rumliegen.
Nee, das ist er definitiv nicht. Gucken wir doch mal hier in meiner Bude. Oh, das ist mein Zimmerchen hier. Cool. Sofa zum Setzen, das wollen wir nicht. Hier gab es offensichtlich lecker Frühstück und irgendjemand anders hat mit mir zusammen gegessen. Sugar Bombs. Ja, das ist wenigstens eine sehr adäquate Bezeichnung des Ganzen. Fernseher benutzen. Wo ist denn mein Pip-Boy? Habe ich den nicht hier irgendwo? Das ist jetzt hier irgendwie so der praktische Ort zum Wegpennen. Nee, das war es nicht. Was haben wir hier? Waschmaschine. Oh ja, cool. Ich kann sogar die Waschmaschine und den Trockner aktivieren. Das ist ja auch irgendwie witzig. Und hier ist so die Abstellkammer. Und ich kann hier nichts plündern. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Manu, ich will doch Zeug einsammeln. Hallo. Das ist Fallout. Hier muss man Zeug plündern. Okay. Ich habe hier einen Boiler, eine Dusche und ein First Aid Kit. Das ist ja schon mal ein Anfang. Yay. Einmal runtergespült. Becken. Hier läuft auch Wasser. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Hier, Reminder, don't put TP on backwards, okay? Need more sugar bombs. Ja, ich glaube eher nicht. Das ist schlecht für die Zähne. Also irgendwo muss doch hier der Pip-Boy sein. Ah ja, warte mal, hier liegt er. Da! Hallo, Pip-Boy! Aha. Na, das ist doch schon mal schön, wenn ich so ein Megateil habe. Drücke Tab, um dein Pip-Boy zu öffnen. Okay. Ase de Monte. Status, Effekte, Special. Ich habe jetzt noch nicht so sonderlich viel. Sieht schlecht aus. Ja. Daten. Rückeroberungstag ist endlich gekommen. Es wird Zeit, den Wall zu verlassen und Amerika wieder aufzubauen. Ja, das ist doch toll. Radio? Habe ich hier irgendwie. Nee, habe ich kein Radio. Also, ich habe so das Gefühl, ich bin gerade nicht alleine in meinem. Oder meine Gitarre spielt von selbst. Das ist die Geistergitarre. Okay, kein Problem. Dann gehen wir doch hier mal raus und gucken uns. Wow, Sie wurden mit harte nichts Party. Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Hey, ich will so ein Eine Partyhut. enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Ja, das ist doch schön. Wenn Sie das Trash. hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Yay, Fußball! Aufseherin. Ende der Durchsage. Oh, hallo Crutchley. Hallo? Ah, endlich! Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. Er sagt es los. Ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Kommen Sie lieber in die Gänge. Aha. Falls Sie dort draußen noch andere funktionierende Mr. Handy-Einheiten finden, grüßen Sie sie von mir. Okay. Oh Junge, da brauchst du aber ein bisschen mehr als so ein Besen. Weil der ruckelt auch so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass hier. Oh ja, ist. Ich glaube, die sagen mir, wo ich entlang gehen soll. Aber ich will doch so einen Partyhut, Mensch. Hallo? Oh, warum kriege ich keinen Partyhut? Was soll die Scheiße? Oh Mann. Ich glaube, ich muss den erstmal finden. Hier waren ja auch gleich mehrere. Oh, was ist das denn hier? Na, gibt es hier irgendwas? Nö? Mal schauen, ob ich hier durch kann. Nee, kann ich nicht. Das ist fies. Ich möchte doch einen Partyhut haben. Mann. Sowas Gemeines. Wahrscheinlich ist das dann so ein Secret Unlock-Ding irgendwie. Aber egal. Also, wir haben hier Na Crutchley. los! Ja. Immerhin baut sich das Land nicht von selbst wieder Oh, jetzt stress mal nicht rum, Olla. Was davon ist denn jetzt eigentlich mein Zuhause? Das mit den Sugarbombs? Oder stehen die hier überall? Ich guck mal eben. Die stehen hier überall. Essen die alle Sugarbombs zum Frühstück? Boah. Das kann doch keine gesunde Ernährung sein, Leute. Okay, das ist mein Zuhause.
Nee, ich habe so das vage Gefühl, dass wir hier keinen Partyhut kriegen. Egal. Hallo. Andere Waldbewohner. Du hast aber auch noch keinen Partyhut. Okay. Oh, warte mal. Hier geht's ja auch noch hoch. Gibt's hier die Hüte? Oh, leck. Die haben ja hier mal richtig hart gefeiert. Sieht ja lustig aus. Okay. Ich will so ein Hut. Okay. Kann ich mich hier hinsetzen? Und zumindest ein bisschen mich umgucken. Ist ja auch schön. Dann stehen wir halt wieder auf. Ich krieg meinen Hut nicht. So ein Scheiß. Egal, kriegen wir hin. Ich werde das auch ohne Hut irgendwie überstehen. Auch wenn es schöner gewesen wäre. So, folgen wir einfach mal den dezenten Hinweisschildern. Die so überhaupt total undezent sind. Oh ja, springen kannst du schon mal, Kumpel. Ich bin begeistert. Ja, folge dem Hinweis. Ich glaube, es geht hier raus. Oh. Stay hydrated. Okay. Da draußen gibt es eine Menge Wasser. Das nehmen wir gleich mal mit. Wahrscheinlich fast alles verstrahlt. Im Zweifelsfall stets abkochen. Okay. Line starts here. Okay. Ich hätte mich anstellen müssen. Aber gut, ich habe jetzt hier schon zumindest was zu trinken mitgenommen. Und der heißt Worthy. An Hunger oder Durst zu sterben. Absolut peinlich. Ja, du bist aber mal sehr ermutigend, Kumpel. Okay, also wir haben jetzt auch was zu futtern. Nee, wir haben ein Red Eggs und ein Getränk mitgenommen. Das ist schon mal ein Anfang. Oh, hier gibt's das nächste. Line starts here. Was gibt's hier? Thank you for staying with Vault-Tec. Health and Medication. Ja, das nehmen wir gleich auch mal mit. Stimpack. Okay. Red Away. Achten Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Pipboard. Ist okay. Ich will ja auch hier nicht irgendwie krank werden. Oh, was ist das hier? Ein Baumaterial. Es muss furchteinflößend sein, diesen warmen, sicheren Vault zu verlassen und in eine feindliche Wildnis ohne fließendes Wasser und Stroh aufzubrechen. Hm. Naja, ich weiß ja nicht. Die ganze Zeit hier in der Bude rumsitzen würde mir auch nicht gefallen. Okay, gucken wir mal. Ah, ich kann auch sprinten, okay. Oh, was gibt's hier? Join a team. Ah, ich hab Partyhut, yay. Drücke G, um das Emotes-Menü aufzurufen. Öffne die Karte mit ESC und drücke dann C. Okay. Also ich kann hier lustige Dinge machen wie ja, Liebe, sonstiges, ja, folge mir, wird es los, ich raff dich nicht, wütend, du bist scheiße, verspotten, handeln, Hilfe, das ist ja geil. Ah, Teamaufstieg, okay. Öffne die Karte mit ESC, ah ja, und das Social-Menü. Ah, okay, hier könnte ich dann rein theoretisch Leute finden, die ich gut finde. Ja, nicht, dass ich das jetzt wollen würde. Das war eine Party, was? Schön, Sie alle noch mal was. So, und wie ziehe ich jetzt mein Partyhut an? Warte mal. Daten, Status. War hier nicht noch irgendwo? Diverses Hilfsmittel. Partyhut! Haha. Huch. Nein, wir ziehen den Vault-Anzug an. Das ist mir so ein bisschen zu ungesund sonst. Ah, so. Okay, was haben wir hier Schönes? Was ist das denn? Ein Camp. Ah, das ist zum Bauen. Schlage ein Camp auf, nachdem du den Vault verlassen hast. Das Überleben draußen wird ein Kinderspiel sein. Dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion. Oder kurz gesagt, Camp. Sehr ja. Das hoffe ich doch mal stark. Und hier ist ein Klo. Puh. Ja, yeah, irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht so. We all in this together must win. M-U-S-T win. Arg. Okay. Und hier geht's jetzt raus? Oder was? Ach nee, hier gibt's einen coolen Film. Adapting to life outside. Accept your newer, harsher surroundings. Scavenge weapons and items to help you survive. Seek safety in numbers. Do it yourself. Supplies may be scarce after the war. Okay, ja, das ist... Denken Sie an eines der vielen, vielen Mottos von Vault-Tec. Wer
schwer arbeitet, ist schwer glücklich. Aha. Developing Skills. Okay, ich kann hier Skillkarten mitnehmen. Oh, das ist ja lustig. Ich kann auch eine Brille mitnehmen und einen Stift. Huch! Oh, hier habe ich jetzt gleich interessante Dinge, die ich mitnehmen kann. Ja, das ist ja lustig. Aha, meine Skills. Habe ich jetzt hier irgendwie einen Skillpunkt gekriegt oder was? Ich nehme jetzt erstmal Endurance. Das klingt doch gut. Bleimagen, okay. Ach, hier sind verschiedene Karten. Ah. Ja, das nehmen wir doch hier. In einem Team kriege ich mehr EP. Das ist gut. Das ist meine erste Karte. Naja, gut. Ich habe eine Stufe 2 gekriegt. Okay, cool. Das ging aber schnell. Und hier geht's raus mit den dezenten Hinweisschildern. Sehr geil. super. Ich finde das lustig. Oh, da ist die Tür. Ja, geil. Epic. Huch. Oh. Trau mich nicht. Na dann mal rauf und ran. Geil. Das gefällt mir doch schon mal. Das ist ein richtig super Anfang. Oh my. Klasse. Gut, ich habe mich jetzt hier so erstmal so ein bisschen verlaufen. Whatever. Jetzt habe ich hier so ein Ladescreen. Hallo Ladescreen. Passiert hier noch irgendwas? Darf ich auch in die Welt da raus, bitte? Also ich hoffe mal, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt hier an dem Charaktererschaffungsding nicht so viel Zeit verplempert habe. Ich fand das interessant anzuschauen, aber eigentlich, wir möchten doch spielen. Deswegen sind wir hier. Also zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es euch aussieht. Ich werde wahrscheinlich an dem Charakter schon noch irgendwann ein bisschen rumschrauben oder so. Oh, ich habe gleich mal wieder mehrere Radiosymbole gefunden. Cool. Und das ist hier der Vault von außen. Ja, geil. Finde die Aufseherin. Das ist mein erster Job. Nicht schlecht. Und hier sind so ein paar andere mit unglaublich interessanten Namen. Ich bin ja fast so ein bisschen deprimiert, dass ich noch nicht den super Haxor oder so gefunden habe. Oh, nehmen wir doch gleich mal einfach alles. Vorkriegsgeld kann man bestimmt für irgendwas brauchen. What the fuck? Was bist denn du? Wow. Huch. Was mache ich denn mit denen? Wow. Die schießen ja. Okay, ich glaube, ich muss mir erstmal eine Waffe beschaffen. Ihr seid irgendwie schlecht drauf, Jungs. Gegenstand. Waffen. Nehmen wir doch mal die hier. So, oh Gott, was habe ich denn da für eine grausige Knarre? Lieber Himmel. Über Kimme und Korn zielen kann ich nicht sonderlich gut. Warte mal. Habe ich für das Ding überhaupt Munition? Nein, habe ich offensichtlich nicht. Ah! Wie schießt man denn hier? Oh je, ich glaube, das schießt eher auf mich. Finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Ah, folgt mir das Ding etwa? Kann es sein, dass ich dafür irgendwie... Kann es sein, dass ich dafür keine sonstigen Sachen habe? Okay. Nee, irgendwie scheint mir das hier nicht so gelungen zu sein. Also, ihr seht es, ich muss mich in diesem Spiel erstmal etwas zusammenfinden. Huch. Okay. Item-Level, Feuerrate, bla. Habe ich dafür überhaupt Munition? Ich habe keine Ahnung. Ich werde das noch rausfinden müssen. Nee, also irgendwie klappt das hier noch nicht so richtig. Aber das macht ja nichts. Wir werden das schon herausfinden, wie das hier funktioniert. Aber mit diesem wirklich herausragenden
Super Ausblick. Boah, das sieht ja geil aus. Alter Schwede, ist das. Das ist ja wirklich geil. Sehr schön. Ultraschöne Landschaft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, geil. Okay, da habe ich schon richtig Bock, da rumzurennen und irgendwelches Zeug zu machen. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr meine ersten Schritte im Vault mitgemacht habt. Ich hoffe mal, wir sind auch bei der nächsten Folge miteinander unterwegs. Ich werde das genießen. Ich hoffe, ihr werdet das mit mir genießen. Und ansonsten, wenn ihr auch die Beta spielt, vielleicht sieht man sich ja. Macht es gut, bis dahin, ihr Lieben, und tschüss.